Jetzt wird es ein wenig politisch. Politisch. Scheiße. Sogar da verspreche ich mich jetzt gerade noch. Allerdings auch nur, weil ich schon wieder verbrecherisch gerade natürlich einfach bloß so einen Versprecher mir gerade schon wieder erlaubt habe, während ich hier ja sowieso nichts anderes bin als der laute, gebende Mensch. Und schon wieder klaute ich mir eben jetzt die Referenz meines Beatrix-Daseins. Okay, dann ist das Genius Hardcore Produzent Haus und Hof. Allerdings auch nur aufgrund der Tatsache, dass es laut und doof sein muss. Während ich schon wieder meinen Rhyme-Flows irgendetwas geben wollte, wie zum Beispiel etwas anderes als die überlegene Meute in Sachen Freestylistics, oder ist es doch nur schon wieder der Shit, der nicht frisch ist, während ich es auf den Tisch bringe, ist natürlich auch schon wieder schlichtweg drin, was ich hier so mache, eine Ansichtssache. Klar, aber momentan frage ich mich schon wieder, ist das hier so der Wahn oder doch nur so Verfahren wie das Verfahren von Nein, 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 so sollte es doch nicht sein und auch nicht bleiben im Reim, denn ich habe hier nun einiges eingebracht schon wieder. Allerdings denke ich mir ja, sowieso geht hier noch irgendein Verlierer mehr ab, oder habe ich hier schon wieder den Verkehr gerade aufgehalten? Ach so, wahrscheinlich ist das schon wieder zum Hausaufgaben spalten. Hausaufgaben machen und diesen ganzen Schwachsinn anders betrachten, lassen wir das Kind natürlich auch ganz gern mal hier gerade, denn ihr seid ja niemals das, was ich hier war, und somit kommt das hier ja sowieso schon wieder vor, denn ich bin und bleibe Genius Hardcore. Habt ihr es jetzt verstanden? Oder seid ihr doch nur schon wieder am Verwandeln von dem gesamten Shit, den ich so anders nicht sehen will, sondern einfach bloß schon wieder ganz gern mal hätte? Denn ich weiß garantiert, ist das hier Tante Hätte und Onkel Ben, wäre da nicht die Referenz schon wieder zu sehen? Ja, ich denke mir dabei schon wieder, dass es hier so nicht glänzt, sondern einfach bloß schon kotzen ist und somit jeder die Schule schwänzt. Wäre da nicht schon jemand irgendwie gewesen, der hier so einen Honigbart hat, als dass er da schon wieder nochmal klarkommen dürfte? Denn ich bin und bleibe einfach nur der Typ, der schmiert sich hier nichts an den Bart, sondern ist einfach bloß schon wieder Genius Hardcore. Habt ihr es jetzt kapiert? Dann seid ihr nur kastriert. Und ich fasziniert von dem, was ihr so gastiert, wahrscheinlich einfach bloß die Seuche, während ich schon wieder enttäusche und zu euch. Allerdings soll ich hier jetzt lieber das Zeugnis darüber ablege, dass die Hardcore Freestyle Raps nun einmal hier gepflegt werden. Ihr hingegen seid schon wieder nicht derbe, sondern einfach nur schon wieder das, was ich so bemerke, wäre da nicht diese Sphäre, mit der ich jetzt zu Werk gehe, denn ich weiß, es ist die Härte, was ich mache, Ansichtssache, trotzdem immer noch die ganze Klasse, ihr hingegen habt noch nicht mal eine, weshalb ich jetzt im Rhyme gehe und euch im Vorschulkindergarten sogar noch platt machen sollte. Ne, lass ich's lieber, Leute, sorry, eindeutig gewonnen, verdammt, scheiße, irgendwie habe ich auf geistiger Ebene nur schon wieder Müll hier zugegen, weshalb ich natürlich nichts anderes bin, als für mich schon wieder King geben, also schizophren oder nicht so extrem? Mal überlegen. Worüber reden wir jetzt nochmal? Ach ja, darüber, dass ich jetzt schon wieder ein Arschloch war, ne? Halt. Okay, durchgeknallt, wie üblich, vergnügt mich damit, denn ich bin ja wahnsinnig und ihr nicht, weshalb ihr schon wieder einfach nicht kapieren könnt, worum es mir geht. Einfach nur nicht so tierlieb zu sein, wie ihr es wart, denn ich bin und bleib ein Feindbild, ja, gerade von denen, die ich im Rhyme kill. Denn ihr seid nichts anderes wert als tierliebe Idioten, die schon wieder hier nicht friedlich sind, sondern einfach bloß am Toben vor Wut. Wäre da nicht meine Flut von Rhymes, denen ihr etwas abtut, wie zum Beispiel, dass es nicht so cool ist, was ich mache? Ach so, sorry, in Wirklichkeit seid ihr die Schwachsinn, weil ihr einfach viel zu Nazi seid, als dass man drauf klarkommen dürfte. Fascho Scheiße halt, die nichts im Rap-Game verloren hat, und das ist nun mal meine Würde, die ich da abkürze in Form von Worten, und das ist nur meine Meinung. Selbst wenn ihr es als Hater-Kommentar tun wollt, ist das meine Leitung, mein Leiden schon. Oh nein, sorry, da habe ich was anderes und mittlerweile auch einen anderen Ton drauf. Selbst wenn ich hier so einen Lauf nur einmal mir erlauben wollte. Okay, dann ist das hier zum Enthaupten goldmäßig drin wert. Allerdings habe ich hier keine Namen erwähnt, sondern nur Hate Speech wie üblich gegen Faschisten gebracht. Denn ich weiß, das ist garantiert so der Krieg der Nacht, der mich nun einmal gebracht hat, und zwar nicht ins Schachmatt, sondern in den Battle Rap. Also was geht denn jetzt hier für Dreck? Wahrscheinlich einfach nur schon wieder das, was ich hier im Freestyle lasse, und zwar lieber die Art Genius Hardcore sein. Und deshalb war es das jetzt auch von mir im Reim. Oder etwa nicht? Wer wollte sich denn da verabschieden an und für sich? Ich war das nicht. Hardcore Freestylistics einfach nur schon wieder, weil es ist hier nichts Frisches, womit es schon wieder auf dem Tisch ist. Was ich hier so bringe, ist nämlich einfach bloß schon wieder nichts Indisches, sondern einfach nur schon wieder etwas Indisches. Cheyenne Pfeffer zum Beispiel, oder doch nur jemand, der euch eine Pfeffer wäre, dann nicht schon wieder jetzt gerade einfach bloß das Textbeispiel von einem Cheyenne Pfeffer. Ach, wahrscheinlich komme ich nicht einmal mehr klar. Frage mich schon wieder, was ich hier sonst wie der sage. Wahrscheinlich bloß den Bärrad dieser ganzen Arschlöcher, gerade während ich überlege, was ich hier sonst noch wie der mache. Ach, wahrscheinlich einfach bloß wie der lachen und so über diesen ganzen Schwachsinn und natürlich auch es nicht anders ertragen, denn ich war es jetzt gerade im Genius Hardcore und das war es nun auch wirklich raus, denn sonst hört der Beat nicht mehr auf. Genius Hardcore und das war ein Lauf.